Platz nicht verabschieden kann. Ich werde es irgendwie anderweitig machen. Im Spiel gezeigt, werden wir sehen, wie das seine Spieler gehalten haben. Ein Bild mit Symbolcharakter war das Rettung Hubert Baumgartner im wahrsten Sinn des Wortes. 4.500 Zuschauer im Linzer Stadion, sehr viele Salzburger Fans und natürlich auch die Linzer Fans und von links nach rechts in den gelben Dressen Casino Salzburg. Und die Salzburger wollen ja die Kaplavage, das Ausscheiden gegen die Wiener, vergessen machen. Dementsprechend offensiv auch Trainer Weber hat mir vor dem Spiel gesagt, wir betrachten dieses Auswärtsspiel wie ein Heimspiel. Das heißt mit zwei Spitzen, mit Klaus und mit Gieder. Es war den Angriff hier. Beim FC Linz schaut es ja so aus, dass im Frühjahr als einziges Team noch keinen Heimsieg hat. Und heute wollen die Linzer endlich einen vollen Erfolg landen. Wird nicht so leicht sein. Adi Hütter, der Libero für den gesperrten Sevcik. Und hier Trainer Herbert Weber. Momentan gefällt ihm nicht so recht das Spiel seiner Mannschaft. Obwohl die Mannschaft das Spiel diktiert, weil auch die Linzer zu weit weg vom gegnerischen Spieler sind. Hier Laszlo Klaus, er war zuletzt gesperrt, wieder im Einsatz. René hat ihn einfach nicht im Griff. Aber ein Madlener, ein Linemeyer, ein Barisic, viel zu wenig die Salzburg. Weber skeptisch. Ein Tor auswärts geschossen. Eine Chance hier für Salzburg. Ebertsberg. Großartig, wie er das macht. Laszlo Klaus und Pavlovic. Rechts vorgetragen von Salzburg. Und immer wieder Klaus, der sich wirklich immer geschickt vom gegnerischen Manndecker löst. Ein bisschen erinnert diese große Chance für die Salzburger. Bis zu diesem Zeitpunkt der FC Linz noch ohne echte Torschance. Relativ stumm auch der Anhang der Linzer. Es ist wieder Husbeck. Wiederum war Adi Hütter der Schütze. Wunderbar angetragen, aber Pavlovic am Posten. Und wenn es gefährlich wird, über die rechte Seite. Winkelhofer hat lange Zeit zu flanken. Klaus und Tor! 1:0 in der 45. Spielminute durch Laszlo Klaus. Der 8. Saisontreffer. Bestätigt nur das, wenn Sie in der Wiederholung sehen, wie der FC Linz in dieser ersten Halbzeit spielt. Winkelhofer hat lange Zeit, sich den Ball für die Flanke herzurichten. Laszlo Klaus hat lange Zeit, sich den Ball herzurichten. Frené kommt zu spät. 1:0 für Casino Salzburg. Laszlo Klaus. Und Baumgartner hat gemeint, die Linzer müssen viel aggressiver spielen und sie scheinen es auch wirklich in die Tat umzusetzen. Brenner rückt in die Position von Linemeyer und Zeller kommt ins Spiel. Hier Freistoß für den FC Linz. Von Barisic. Da hat nicht viel gefehlt. Ammerhauser. Klaus und Pavlovic. Naja. 1:0 nach wie vor führt Salzburg gegen den FC Linz. Über Brenner. Er hatte auch Kontakte zu Rapid und Sturm Graz. Madlener, Tor! Der Ausgleich, das 1:1 in der 59. Spielminute. Der 4. Saisontreffer von Daniel Madlener. Eine optimale Chancenauswertung des FC Linz. Nochmals hier Madlener, drückt hier geschickt den Ball. Praktisch mit Rückenlage
dieser Treffer von Madlener erzielt. Ich würde sagen, keine Chance für Suslov. Manfredschak treibt er seine Mannschaft nach vorne. Mückland. Fehlpass von Mückland. Ibertsberger. Klaus und Pavlovic. Bekanntlich schon länger verletzt, Stiegelmeier und Gschneidner, wie erwähnt. Frené musste in den sauren Apfel beißen, er ist an und für sich ein spielerischer Typ. Wiederum Klaus. Und Klaus freistellt. Spiel Ibertsberger, ganz schnell abgespielt, die Abwehr, der Linz überrumpelt. Das 2:1 für Casino Salzburg in der 75. Spielminute. Das dritte Tor Ibertsbergers in dieser Meisterschaft. Jubel natürlich beim Salzburger Anhang. Nochmals sehen wir die Situation. Hier das Foul. Der Freistoß abgespielt von Kotzian. Die Abwehr der Linz überrumpelt. Ibertsberger, der Ball noch abgefälscht. Und das 2:1 für Casino Salzburg verdient. Drulak wird hier von Winkelhofer gehalten, will hier einen Elfmeter gesehen haben. Weiß nicht, schauen Sie das in der Wiederholung an. Man kann es pfeifen, aber es ist auch so, glaube ich, von Schiedsrichter Messner korrekt. Drulak ist auch sofort zu Boden gegangen, sofort jetzt abgespielt auf Betagnon. Fehler von Suslov, Hartl, der reingekommen ist und der Ausgleich, das 2:2. Zwei Minuten Verschluss. Stefan Hartl, eine Premiere für das Talent aus den Nachwuchsschuppen des FC Linz. 2:2, das erste Tor in dieser Meisterschaft oder überhaupt das erste Meisterschaftstor von Hartl. Suslov verfehlt, Hartl köpfelt ein. Schaffen die Linzer gar jetzt einen Punkt hier? Baumgartner hat gemeint, auch das ist ein Erfolg für uns. Nochmals hier Salzburg. Laszlo Klaus, ui, das war der Matchball in der Schlussminute. Es bleibt beim 2:2 in Linz. Ja, Parallele zum... Wir haben über 90 Minuten 10 hundertprozentige Chancen herausgearbeitet, waren die klar bessere Mannschaft, ein Schuss, ein Flanken. Und das war so unentschieden, das war ein klarer Daumenfehler und wir werden sicher in Zukunft was ändern, weil... ja, so eine Spiele darf man immer aus der Hand geben und wenn man so Probleme hat beim Fangen, dann muss sie wahrscheinlich nächste Woche mit einem anderen Dormer spielen. Das geht nicht. Die Spieler werden um die Früchte ihrer Arbeit gebracht und sind natürlich dementsprechend enttäuscht, weil sie wirklich heute alles gegeben haben und über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren, auch deswegen, weil sie bereit waren, mehr zu laufen als der Gegner. Das heißt, Herbert Ilsanker bekommt eine Chance? Ja, das habe ich entschieden. Ich werde nächste Woche mit Herbert Ilsanker im Tor beginnen, weil er auch eine Chance verdient. Der Trainer hat zu mir gesagt, ich soll das Spiel entscheiden. Ich habe es zwar leider nur bis zu einem Unentschieden entscheiden können, aber ich habe gut gemacht und das hat er mir vorher prophezeit. Naja, so nämlich Hubert Baumgartner. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Ja, Herr Baumgartner, Sie sind jetzt 3 Tage beim FC Linz. Frage ich einmal direkt heraus, welchen Anteil haben denn Sie an diesem Punkt heute? Naja, es war so, wir haben in diesen 3 Tagen sehr viel im mentalen Bereich arbeiten müssen, auch im taktischen Bereich, dass die Mannschaftsaufteilung oder die Raumaufteilung ein bisschen besser ist. Und 0 gewonnen hat.